Hallo, liebe Kinder, hier sind wir wieder. Seppo, Ella und ich, eure Schulsozialarbeiterin. Da ist es jetzt endlich, Türchen Nummer 24. Wie lange habt ihr darauf hingefiebert? Nun ist es endlich auf und heute kommt der Weihnachtsmann, das Christkind und das gehört für uns einfach auch mit zu Weihnachten dazu. Für alle, die nicht feiern, was wir auch verstehen können, weil nicht in allen Religionen gerade Weihnachten ist oder ein besonderes Fest dieser Tage stattfindet. Oder diejenigen, die nicht feiern können, weil sie wegen Corona alleine zu Hause sind und nicht weg können. Genau, oder andere schützen. Seppo, da hast du vollkommen recht. Wünschen wir gute kommende Tage. Wir wünschen euch, dass ihr eine kleine Auszeit bekommt. Nicht über Hausaufgaben und Lernen nachdenkt, sondern Zeit mit Menschen verbringen könnt, die euch ganz besonders wichtig sind. Dass ihr die Möglichkeit habt, vielleicht ein paar Dinge zu machen, die ihr während der Schulzeit nicht machen könnt. Wir wünschen euch aber auch, dass diejenigen, die Weihnachten feiern, ein schönes, friedliches und vielleicht auch ein gabenreiches Weihnachtsfest haben werden. Hinter diesem Türchen verbinden sich Weihnachtsgrüße. Tolle Weihnachtsgrüße. Da hat Seppo recht, weil es sind die Weihnachtsgrüße der Kinder. Wir haben mit einigen Kindern gesprochen und wir haben viele Kinder gefragt, ob sie uns in ihrer Sprache sagen können, was frohe Weihnachten bedeutet. Und ihr kennt das bestimmt von der Sendung mit der Maus. Da kommt immer eine andere Sprache und dann sagt man danach, das war und den Namen der Sprache. Und wenn wir das jetzt mal mit Deutsch machen würden, dann würde das so klingen. Frohe Weihnachten. Das war Deutsch. Da hat der Seppo vollkommen recht, genau so haben wir das gemacht. Und ihr werdet, wir haben ein paar Weihnachtsimpressionen eingefangen. Wir haben insbesondere uns von Tannenbäumen inspirieren lassen und zu den Tannenbäumen, die ihr dann im Filmchen seht, laufen dabei die Weihnachtswünsche der Kinder. Wir genießen jetzt auch ein paar erholsame Tage. Aber Ella hat es euch versprochen, hat sie ja schon verraten. Ne, Ella? Ja, hab ich. Wir melden uns auch noch mal zwischen Weihnachten und Neujahr. Wisst ihr warum? Weil wir bestimmt ganz tolle Ideen noch für euch haben. Und eine Idee von den Zweitklässlern, die fanden wir so toll, dass wir da ein bisschen was aufgenommen haben. Aber das können wir euch wegen Weihnachten noch nicht zeigen. Da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Aber es ist ein toller Basteltrick. Da habt ihr dann auch eine Weile zu tun, wenn ihr den nachmachen wollt. Auch da haben Seppo und Ella recht. Wir melden uns natürlich nochmal wieder zwischen den Feiertagen. Und bis dahin und zum Ende dieses Adventskalenders, der euch hoffentlich ein klein bisschen Freude bereitet hat, wünschen wir euch frohe Weihnachten! Was wünschen wir den Kindern? Frohe Weihnachten! Und bleibt alle gesund. Tschüss. Joyeux Noël. Das war Französisch. Das war Russisch. Cestita Koleda. Das war Bulgarisch. Buon Natale. Das war Italienisch. Merry Christmas. Das war Englisch. Kala Christujana, das war Griechisch. Feliz Navidad, das war Spanisch. Sretan Božić, das war Kroatisch. Dne Święta, das war Polnisch. Vrolijk Kerstfeest, das war Niederländisch. Feliz Natal. Das Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten auf? Portugiesisch. Barbožić, das ist frohe Weihnachten auf Bosnisch.